Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind unterwegs hier in Forza Motorsport 6. Hier seht ihr den GT aus der letzten Folge. Und in dieser Form machen wir auch gleich weiter. Wir gehen nämlich hier auf Auto finden und sehen, wir haben hier immer noch einige gratis Autos zur Verfügung, die wir uns mal ansehen können. Wie gesagt, paar davon interessieren mich mehr, paar davon interessieren mich weniger. Und heute möchte ich einfach mal so ein paar der Autos durchgehen, die mich ein bisschen weniger interessieren. Also sprich hier diese Rennautos und so. Das sind Autos, wo ich mir denke, kann man machen, muss man nicht. Ich meine, die vervollständigen sicherlich ihre jeweiligen Klassen und so weiter und es ist ganz nett, dass die da sind und so. Aber für mich persönlich, ich persönlich interessiere mich doch meistens eher mehr für die normaleren Autos, in Anführungsstrichen normaleren. Deshalb denke ich mal, wir nehmen uns jetzt hier einfach mal so ein paar der Rennautos und drehen damit mal so ein paar Runden. Gehen wir mal der Reihe nach durch. Das Ding hier interessiert mich sogar, muss ich gestehen. Dem würde ich vielleicht sogar eine eigene Folge widmen. Deswegen fangen wir einfach mal hier mit an. Was haben wir hier? Wayne. Ja, so Wayne ist mir die Karre auch. Nee, das war gemein. Ein Chevy, der aussieht wie ein Ferrari, ist für sich natürlich schon was Interessantes. Ne, von der Formel so ein bisschen so zwischen Ferrari und Pagani, würde ich sagen. Wayne Taylor Racing Corvette Daytona Prototype. Nehmen wir mit. Gucken wir uns mal an, wie die Hütte so geht. Einfach mal so ein paar Minuten für jedes der Autos. Gucken wir mal, wie lang die Folge wird, wie lange wir dafür brauchen. Lackierungstechnisch würde ich sagen, die Standardlackierung sieht schon rennmäßig genug aus. Die können wir erstmal lassen. Auto gratis, ja, möchte ich gerne mitnehmen. Bitte, Dankeschön. Forza Vista können wir noch reinschauen. Genau, Forza Vista. Hätte ich fast vergessen. Hast du recht, hast du recht. Also, hast du bestimmt gerade gesagt, ne? Gehe ich einfach mal von aus. Das ist Ihr 2015er Chevrolet Nummer 10 Wayne Taylor Racing Corvette Daytona Prototype. Reicht die Kamerafahrt kaum aus, um den ganzen Namen auszusprechen. So, ich drücke X, wir gucken uns die Hütte mal an. Können wir vielleicht einen Blick auf den Motor werfen? Geht das eventuell? Vermute ich eher nicht, ne? Schade. Aber hier können wir auf jeden Fall einsteigen, extra Dämpfer sogar hier verbaut. Und hier innen drin, ja, hier gibt es jetzt nicht allzu viel zu sehen. Also hier gibt es eigentlich sehr viel zu sehen, aber... Naja, zumindest nicht viel Luxus. Und einen Sitz gibt es hier auch nicht. Hier vorne kann man, glaube ich, auch nichts öffnen. Kommen wir von der Seite her, hocken wir uns mal rein. So, dann würde ich sagen, wir lauschen einfach mal. Das klingt nach 8 Töpfen, würde ich mal behaupten, oder? Nach 8 Töpfen, die verdammt hochdrehen. Na gut, wollen wir die Kiste im Stand mal nicht so hochdrehen. Hier kriegt das Ding auch keinen Fahrtwind. Tut dem Auto ja auch nicht gut. Wir gehen raus, wir gucken mal, was Mais hier dazu zu sagen hat. Das wäre dann... Hallo, darf ich mich mal langsam hier ordentlich bewegen? Dankeschön, das wäre dann hier vorne. Die Daytona Prototype-Fahrzeuge wurden eigens für die Sportwagenreihe der Grand American Road Racing Association entwickelt. Sie sollen privaten Rennteams Zugang zu konkurrenzfähigen Prototyp-Rennwagen bieten, meistens modifizierte Le Mans-Prototypen. Das hohe Tempo dieser Wagen stellte kein Problem für den Le Mans-Circuit dar, doch ihr Einsatz im 24-Stunden-Rennen von Daytona bedeutete ein hohes Unfallrisiko und immense Kosten für die Streckeninstandhaltung. Reglementänderungen führten 2003 zu einem neuen Rennwagentyp. Die Konstrukteure konnten eine Kombination aus Fahrgestell und Motor auswählen. Motoren können vor Beginn modifiziert werden und basieren auf normalen Serienmodellen. Während der Saison darf jedoch nichts weiterentwickelt werden. Das Resultat ist eine einzigartige und vergleichsweise günstige Form des Rennens mit extrem hohen Geschwindigkeiten und ausgeglichenen Bedingungen. Ausgeglichene Bedingungen höre ich gern. Bezahlbar ist auch immer gut. Gucken wir mal, was die Hütte kann. Und wo machen wir das? Die haben gerade von Le Mans gesprochen. Sollen wir da direkt mal hin? Wäre doch eigentlich naheliegend, oder? Ansonsten zum Rennen. Ich würde sagen, wir gehen einfach in eine Testfahrt. Da kann ich so die Aufzeichnung nicht speichern, aber meine Güte, ich werde vermutlich sowieso nur eine Runde zu Ende fahren und dann mal gucken, was wir noch machen. Und irgendwie sowas Abgebrochenes da, weiß ich nicht. Wo ist denn Le Mans hin? Da bin ich ja schon lange drüber, gell? Bin ich jetzt doof? Catalunya, Spa, da sind wir doch, meine Güte. So, dann würde ich sagen, nehmen wir die Schikanen mit oder gucken wir mal? Nehmen wir die Schikanen mit. Nehmen wir die Schikanen einfach mal mit. Mich würde zwar auch interessieren, was das Ding Spitze geht, aber ich denke mal, Spitze wird da nicht allzu viel sein. Durch die hohe Aerodynamik, durch den vielen Anpressdruck und so weiter und so fort. Das bremst natürlich. Das Ding wird wahrscheinlich die Geschwindigkeit, die es erreicht, sehr schnell erreichen und dann ist
nach oben hin relativ schnell Schluss. Ist so meine Vermutung. Mal gucken, ob ich damit richtig liege oder... Naja, ich meine, im Zweifel lasse ich mich natürlich auch gerne eines Besseren belehren. Wenn das Auto besser läuft, als ich vermute, dann habe ich natürlich nichts gegen, ne? Schon klar, ist schon klar. Ach komm, was lädt denn da so lange? Müsste die Strecke jetzt gerade noch instand setzen oder wie? So, da sind wir. Also Übersicht haben wir nicht viel. Wir haben Außenspiegel und wir haben hier ein Display nach hinten raus. Oh, ist ja besser als nichts, ne? Kann man machen, kann man machen. Hier zu unserer Rechten, hier diese Gurte da. Alles schön festgemacht, wunderbar. Gucken wir uns hier mal von außen an. So nämlich. Also dieser Leerlauf-Sound ist schon böse. Und der Diffusor da hinten, der ist auch böse. Muss ich einfach mal so sagen. Das ist echt fies. Ja, von vorne klingt nicht viel. Hinten spielt die Musik. Wir fahren mal. Jo, ich würde sagen, die hinteren Reifen sind auf jeden Fall schon mal warm. Jetzt habe ich natürlich ein Auto mit Schaltwippen, habe aber die Kupplung mitgenommen, ne? Hier. Das war so natürlich nicht unbedingt in meinem Sinne. Aber damit kommen wir schon klar, das funktioniert schon. So, hier jetzt ein bisschen vorsichtig. Lenkt sehr leicht ein, der Hobel. Wird ein bisschen untersteuerig und sobald ich das Gas öffne, kommt dann das Heck doch nochmal mit. Über 200 fahren wir schon, Leute. Wow. Ist ein ziemlich flottes Auto auf jeden Fall. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was wir bis zur Schikane hier drauf kriegen. 200. 250. Huch. Kleiner Schaltfehler, ich bitte um Entschuldigung. 290. Ja, und jetzt hier 300, da schleppt er. Und die erreicht auch bis zur Schikane. Genau sowas hatte ich nämlich vermutet. Alles klar. Lass mal nicht zu spät hier runterbremsen. Will die Karre ja nicht in der Schikane versenken, sondern schon drumherum fahren. Da wäre mir durchaus dran gelegen. Alter, läuft die Kiste. Die 18,4 müssten, glaube ich, einen Sprit darstellen, denke ich mal. So, jetzt laufen wir hier auf die 300 zu wieder. Bis zur nächsten Schikane, könnt ihr mal sehen. Immer mit einem leichten Gasstoß. Bei diesen Schaltwippenfahrzeugen macht das Auto das ja selbsttätig, aber dadurch, dass ich hier noch mit Kupplung fahre, muss ich es selber machen. Fährt sich aber echt unheimlich gut, die Hütte, muss ich sagen. Fährt sich relativ entspannt, möchte ich schon fast sagen. Sehr gediegen auf jeden Fall, hat was. So, hier ein bisschen low machen. Der erste Gang. Der erste Gang ist nämlich sehr lang übersetzt, damit kann man hier schön mal rausbeschleunigen, das geht schon klar, denke ich. Habe ich mich damals während der Karriere mal ein bisschen schelten lassen müssen für, dass ich hier immer in den ersten Gang zurückschalte. Prinzipiell stimmt das. Ich meine, im Privatfahrzeug, in normalen Straßenautos, schalte ich ja normalerweise auch nicht in den ersten zurück, wenn ich irgendwo abbiege, sondern wenn die Kiste noch rollt, dann gehe ich ja nur bis in den zweiten. Wenn überhaupt. Aber ich sag mal, hier in so Rennwagen, die ja wirklich, da habt ihr es wieder knirschen gehört, ja. Aber so ein Rennwagen, der nur wirklich einen enorm langen ersten Gang hat, da denke ich mal, ist das auch mal legitim. Die Kurve habe ich jetzt so weit fahren können, dass ich auch im zweiten hätte bleiben können. Dann gucke ich mal, ob ich das hier auch nochmal hinkriege. Hier passt der erste jetzt schon fast wieder besser. Zumal ich die Kurve echt schlecht angefahren habe. Also wie gesagt, im Prinzip stimmt das natürlich, dass man den ersten nicht mehr unbedingt braucht danach. Aber bei so langer Übersetzung ertappe ich mich halt doch dabei, wie ich immer wieder gerne dahin zurückschalte. Selbst hier auf dem kurzen Stück kommen wir schon wieder bis in den sechsten Gang, bis fast an die 300. Die Hütten hier, die sind schon echt Wahnsinn. Jetzt auch nochmal ein bisschen vorsichtig rum. Es geht mit Sicherheit auch schneller. Aber ich kenne den Kurs nicht so besonders gut. Deswegen muss ich hier halt gucken, dass ich hier einigermaßen, da geht mehr, da geht deutlich mehr. Ups. Habe ich die Karre jetzt ein bisschen weggeschmissen. Aber da geht deutlich mehr, ganz klar, gar keine Frage. So,
haben wir hier kurz vor knapp nochmal die Schikane. So, Runde beendet. 4 Minuten 8 beim stehenden Start, dafür, dass ich die Strecke nicht kenne. Wird schon okay sein. Die Experten fahren wahrscheinlich in der Hälfte der Zeit, könnte ich mir vorstellen, aber... Ja, macht auf jeden Fall Laune, die Hütte. Kann ich nicht anders sagen. Dafür, dass ich sonst eigentlich eher die Straßenautos hier in Forza mag, die Rennwagen haben ja schon auch was, so ist es ja nicht. Und dieser hier, muss ich schon sagen, ganz besonders. Also, da habe ich schon Rennwagen gehabt, die sich weniger schön fahren. So, da sind wir wieder. Von der Zeit her, ja, so ein paar Autos kriegen wir auf jeden Fall noch durch, denke ich mal. Was haben wir denn hier? Chevrolet Roll. Roll wird wahrscheinlich eine Abkürzung sein, ein Akronym für irgendwas. Motorsport, RLM, Cruise. Okay. Ah, WTCC, so eine Hütte ist das. Na gut, WTCC gibt es ja auch schon das ein oder andere Fahrzeug. Da wird das ja wohl auch für eine gewisse Ergänzung sorgen, vermutlich. Und wir nehmen das Ding in Herstellerfarben, ist okay. Und WTCC, ja, ich möchte das Auto kostenlos erhalten. Und dieses WTCC-Auto fahren wir wo? Ich weiß es nicht, irgendeine schöne Strecke. Hockenheim? Könnte man, ne? Hockenheim wäre vielleicht ganz okay dafür. Das ist Ihr 2014er Chevrolet Nummer 4 Roll Motorsport RML Cruise TC1 WTCC. Da hat die Kamerafahrt wirklich nicht gereicht. Hey, Sachen gibt's, ey. So, gucken wir mal gerade hier rein. Was kriegen wir denn hier für Infos zu der Hütte? Tourenwagenrennen gehören zu den spannendsten und am härtesten umkämpften Motorsportveranstaltungen. Zwar gibt es je nach Klasse Unterschiede im Reglement, alle Rennen haben aber eines gemeinsam. Einen gnadenlosen Wettkampf, der reichlich Kollisionen und Überholmanöver bietet. Tourenwagen besitzen meist das Äußere eines Serienmodells, werden jedoch in der Regel von Grund auf neu gebaut. Sie verfügen über hochmoderne Technik, die sich mit jener der besten Rennserien messen kann und ziehen Grand Prix-Fahrer an, die keine Scheu vor Zusammenstößen haben. Um Kosten zu sparen, kommen bei einigen Tourenwagenmeisterschaften eigens entwickelte Fahrzeuge von großen Automobilherstellern zum Einsatz. Sie liefern auch die Fahrgestelle und andere Teile, die bei allen Fahrzeugen identisch sind. Auf diese Weise sind spannende Rennen vorprogrammiert. So, ich habe gerade nebenbei mal was aufgeschrieben. Falls Störgeräusche gewesen sein sollten, die kommen daher. Und ich habe gerade mal wieder eine Nachricht im Handy bekommen, deswegen stelle ich das jetzt mal gerade tonlos. So, haben wir das. Okay, ich habe jetzt, dadurch, dass ich was aufgeschrieben habe, auch nur mit einem Ohr zugehört. Aber wir haben hier gerade schön viel Geschichte der WTCC bekommen. Guck mal gerade rein in die Kiste. Beziehungsweise von der Seite aus... sehen wir das Ding gleich lang genug, denke ich mal. Oh, wir sitzen hier gerade ganz schön tief. Ich glaube, im Rennen ist die Kamera ein bisschen höher, ein bisschen weiter vorne, ne? Würde ich mir zumindest wünschen, denn so sehe ich zu wenig, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Ich meine, das Gewicht des Autos soll runterkommen und den Fahrersitz sehr weit runterzulegen ist dabei natürlich auch sinnvoll, aber wenn ich nicht sehe, ist es natürlich auch doof. So, wo startet man die Kiste denn? Hier unten irgendwo? Ah, da. Da, da. Ja, lass mich doch dahin. So, da. Ja, klingt jetzt natürlich nicht ganz so rabiat wie wie der V8 eben, aber kann man schon machen, ist schon nicht verkehrt. So, steigen wir aus, suchen uns eine schöne Strecke. Hallo, hallo, hallo. Ach komm, drück ich halt B, meine Güte, auch gut. So, Tür zu. Und dann suchen wir uns mal gerade eine schöne Strecke raus. Testfahrt, wo fahren wir den Hobel denn mal? Brands Hatch, Catalunya? Spa. Ich glaube, ich habe Bock auf Spa. Komm, gehen wir mal nach Belgien rüber. Und weil es so schön ist... Ach nee, komm. Fahren wir bei Sonnenschein. Warum eigentlich nicht? Ist ja noch alles sommerlich, da kann man ja auch mal Glück haben, dass man einen nicht verregneten Tag findet. Also komm. Regenfahrt hatten wir ja auch erst in der letzten Folge, ne? Regenfahrten machen auch Spaß, muss ich sagen. Sehen interessant aus, bieten neue Herausforderungen mit den Pfützen und so weiter. Das macht schon echt Laune, aber jetzt gerade ist mir irgendwie eher nach einer Sonnenscheinfahrt. Muss ich einfach mal so sagen. So. Klingt nicht schlecht. Auspuffrohr deutlich sichtbar da hinten. Hat was. Ja, das ist doch schon eine ganz andere Sitzposition. So sieht man wenigstens mal was.
Riesengroßer Spiegel da oben drin. In der Größe könnte ich mir sogar vorstellen, dass es echt ein Panoramaspiegel ist, dass man auch so ein bisschen Übersicht nach links und rechts hat. Also noch mehr, als wir hier ohnehin schon haben, meine ich. Komm, jetzt fahr schon. Ah, die Kiste hier wird sogar tatsächlich mal ohne Schaltwippen geschaltet. Da bin ich mit meiner Dings hier, mit meiner Kupplungseinstellung gar nicht mal so weit weg von dem, was wir hier eigentlich brauchen. Ich meine, gut, das sind sequentielle Getriebe. Die werden wahrscheinlich so eingestellt sein, dass man nur vom Gas gehen muss, um den nächsten Gang reinzukloppen. Die gehen nur vom Gas runter, die Fahrer, ziehen einmal am Hebel und treten wieder drauf. Die brauchen, glaube ich, während der Fahrt gar nicht mehr kuppeln. Außer zum Zurückschalten natürlich, ne? Schon klar. Aber solange die Motordrehzahl sich in die Richtung bewegt, in der der nächste Gang erwartet wird, denke ich mal, ist alles gut. 220 fahren wir, 230 knapp. Nach oben raus schleppt er wieder ein bisschen, genau wie der andere Rennwagen von gerade eben. Das gehört halt dazu. Aber ansonsten, die Beschleunigung ist schon echt ordentlich. Ja, da sind die Curbs innen, weiß ich. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob hier die Front- oder Heckantrieb ist. Das Ding klebt so auf dem Asphalt, das merkt man gar nicht richtig. Aber ich glaube, vom Startverhalten her geschätzt, möchte ich fast auf den Fronttriebler tippen. Aber ich kann mich irren. Ich habe nicht drauf geachtet. Fährt sich aber auch ganz gut, muss ich sagen. Fährt sich auch ganz gut. Ist auch ganz einlenkfreudig soweit. Kann man machen. In solchen Autos sollte auch die GTCC laufen. Hätte ja eigentlich gehofft, auch kommentiert zu sehen, aber ist ja leider nichts geworden, ohne jetzt einen Vorwurf machen zu wollen. Also bewahre. Aber ist halt schon ein bisschen schade. Gut, die haben ja auch ihre eigene Facebook-Seite, hätte man sich auch mal informieren können, aber der Kelch ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Vielleicht ja zum nächsten Forza Motorsport, wenn die da anfangen, dass man sich da mal bewirbt oder so. Irgendwie sowas. Müsste man mal sehen. Ist ja auch mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden und so weiter. Boah, noch ein bisschen langsamer, noch ein bisschen... Oh, ne. Gerade so keine unsaubere Runde geworden. Ja, ist ein Fronttrieb da vom Verhalten her, ganz klar. Wie der gerade hier raus beschleunigt hat, da war es deutlich zu spüren. So, haben wir unsere Runde gedreht. So. Die Karre nochmal unter Last von außen, einfach vom Klang her. Ja, kann man machen, denke ich. Hat was. Und vor allem Rennen in so einer Klasse sind ja auch relativ ausgeglichen. Die Autos, die können ja alle ungefähr das Gleiche. Sodass man da also von der Fahrzeugwahl her nicht über- oder unterlegen ist, sondern sich einfach das aussuchen kann, wo man den meisten Bock drauf hat. Das ist schon ganz okay. Nächstes Fahrzeug würde ich sagen, wir bleiben mal bei den Rennboliden. Das Ding hier interessiert mich schon auch. Wir bleiben mal bei den Rennboliden. Was haben wir hier? Ford Racing GT Le Mans. Ach, das ist der... Mein Handy knötert. Sekunde. So. Das ist der neueste, die dritte Generation, gell? So. Ja doch, das ist der neueste. Ist schon auch ein geiles Auto. Ich geb's ja zu. Ich bin zwar so ein bisschen skeptisch, gerade bei den Super- und Hypercars, aber es ist, der hier macht schon was her. Das ist Ihr 2016er Ford Nummer 66, Ford Racing GT Le Mans. Vor allem, weil der halt auch in einigen Formen immer noch stark an den Vorgänger erinnert, oder an die Vorgänger besser gesagt. Das ist schon so ein bisschen so, ja schon ein Stück weit das Wiederaufleben einer Ikone, wenn man so will. So, was wollte ich jetzt? Genau, zum Rennen, Testfahrt. Und das Ding hier, das fahren wir jetzt, wisst ihr was? Damit fahren wir jetzt noch ein kurzes Rennen. Damit fahren wir jetzt noch ein kurzes Rennen, aber nicht auf der Nordschleife und auch nicht im Regen. Damit fahren wir,
Wo fährt man denn da mal? Irgendwas, was ich auch ein bisschen kann, wo ich vielleicht nicht ganz so aufgeschmissen bin. Lord Atlanta, sollen wir da mal hin? Oder warte mal, wir haben doch hier Sonoma. Da bin ich sowieso kaum noch gefahren. Dann fahren wir mal zu Sonoma. Und zwar in dieser Version hier. Die kenne ich nämlich noch ganz gut aus Forza 4. Da war nämlich ein Virus drin. Und Virus habe ich damals gesuchtet ohne Ende. So, Spieloptionen. Ich würde sagen, ich hätte gerne ein schön großes Fahrerfeld. Und das bleibt auf Pro stehen. Ich muss ja nicht zwingend gewinnen. Und wir fahren einfach mal nur 3 Rennen. Und dann gucken wir mal. Gucken wir mal, wo ich auskomme. Ich muss ja nicht zwingend gewinnen. Einfach mal gucken, dass wir so ein paar Gegner haben, dass ein bisschen was auf der Strecke passiert. Jetzt war ich gar nicht im Forza Vista, ne? Hoffentlich denke ich gleich noch dran. Große Pfützen. Können Sie dazu zwingen, draus zu trinken? Nee, da stand da nicht. Aber irgendwas wird da schon gestanden haben. Können Sie dazu zwingen, die Linie zu ändern, langsamer zu fahren? Irgendwie sowas in der Art wahrscheinlich. Na, können wir? Zum Fotomodus. Gelangen Sie über das Pausenmenü oder Forza Vista. Fotomodus freue ich mich schon drauf in Horizon 3. Wenn man endlich mal wieder im Multiplayer auch Fotos machen kann. Das wird genial. Das wird auch für Thumbnails sehr praktisch werden. Freue ich mir drauf. In den Ligaplänen steht, wann in einer Liga gefahren werden kann. Ja, die Ligen. Da hatte ich mich eigentlich auch mal drauf gefreut. Hab mich dabei irgendwie gar nicht mehr drum gekümmert. Ach was, ein Ariel Atom fährt mit? Wir sind da so lebensmüde, meine Güte. Gut, ich meine, der Ariel Atom ist schon ein ernstzunehmendes Auto, aber hier in der Klasse. Startaufstellung, wie sieht denn das aus? Wir starten relativ weit vorne und sind indextechnisch gar nicht mal so schlecht aufgestellt tatsächlich nach unten raus. Okay, da sind verschiedenste Chevys, alle auf den gleichen. Ah, das sind die von dem Add-on, gell? Kann das sein, dass es die aus dem Add-on sind? Fahrhilfen, ich glaube, das Auto wird vermutlich mit Schaltwippen fahren. Dann stelle ich mir das mal entsprechend ein. So. Und dann fahren wir. Kicken wir mal. Da hinten fährt sogar ein Altima mit. Ach du Heilige, ein Veyron. Ach du Scheiße. Nein, ich würde gerne im Cockpit bleiben. Wow. Vorsichtig, vorsichtig. Die Pfeile finde ich eine echt interessante Neuerung, muss ich sagen. Ja, der Veyron hat natürlich seine Schwierigkeiten. Hier habe ich es einfach mal ausgenutzt, dass der eine sehr weite Linie gefahren hat. Das Problem ist, der Ariel hat dabei gerade so ein bisschen angeklopft, glaube ich. Das fand ich jetzt gar nicht so toll. Aber immerhin haben wir jetzt schon mal den Dings hin. Ach du Scheiße, habt ihr gesehen, wie der eingeschlagen ist? Meine Güte, du. Ich hoffe, das war nicht meine Schuld, weil ich hier meine Linie wähle, wie ich lustig bin. Aber gut, ich muss mich hier halt auch erstmal so ein bisschen einfinden, ne? Wow. Ah. Habe ich nicht gerade gesagt? So, wo seid denn ihr, Leute? Hier kann ich jetzt einigermaßen auf die Strecke wieder zurück. Jetzt wieder am Rennen teilnehmen. Das war ja jetzt ungünstig, verdammt. Also, merke, Kerge, beim Anbremsen wird das Auto am Heck sehr agil. Und beim Angasen auch, davon mal ab. Apropos Angasen, das Ding gast ganz schön an. Vorsichtig, vorsichtig. Am Radical hier. Radical, Altima, Altima. Am Altima würde ich gerne noch vorbeikommen. Mal gucken, ob wir hier vielleicht, ob die vielleicht noch einen Fehler macht, ob wir hier eine schöne Linie kriegen oder so. Ja, komm, 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 komm. Ah, dadurch, dass der innen geblieben ist. Verdammt. Vor allem, der wiegt ja auch nichts, ne? Der hat ja eine Beschleunigung aus den Kurven raus. Ah, hier. Da ist so eine scheiß Senke in der Kurve. Muss man echt aufpassen. So, aber kannst du dich mal für eine Linie entscheiden, mein Lieber? Jetzt sind wir wieder links. Meine Güte, ist der nervös. Menschenskinder, ne? Komm
Komm schon. Wir müssen ein bisschen die rausbeschleunigen. Komm schon. Vorsichtig. Jawohl. Haha. Hat er sich von dem anderen da ausbremsen lassen. Jetzt sind wir immerhin erstmal wieder auf der 3. Hat es nur noch ein bisschen Tempo rausnehmen müssen. Nach dem Überholmanöver war ich nämlich ein bisschen schnell unterwegs, muss ich gestehen. Und ich neige gerade dazu, ein bisschen zu übersteuern. Ich bitte um Entschuldigung. Ich entferne mich mal gerade ein bisschen vom Mikro für den Moment. Das Auto ist einfach ziemlich laut gerade. Ich müsste mir eigentlich die Einstellung hier so ein bisschen senken wieder. Und ich muss früher raus beschleunigen. Na, was macht ihr denn da? Schiebt euch hier gegenseitig aus? Jawohl, hat sich wieder einer aussortiert. Sind wir auf der 2. Ist ja auch okay. Vorsichtig, ja. Sind wir rumgekommen. Nicht unbedingt die ideale Linie, aber immerhin eine Linie, die nicht übers Gas geführt hat. Das ist ja auch schon mal was. So, ich sehe nicht, wie ich den da vorne noch kriegen sollte. Huch. Hier liegt ein Reifen. Braucht jemand einen Reifen? Und über die Linie als Zweiter. Kann ich aber mitleben. War ein gutes Rennen. Jetzt rieche ich mir mal gerade das Spiel hier ein bisschen leiser. Meine Güte, es kann doch nicht sein, dass ich hier die ganze Zeit ins Mikro schreie. Mein Monitoring hat schon übersteuert. Dem Spiel, der Aufnahme scheint es soweit noch ganz gut zu gehen. Ich hoffe einfach mal. Ich bin relativ guter Dinge. Und falls nicht, bitte ich an dieser Stelle um Entschuldigung. Was soll ich noch anderes machen? Jetzt ist es halt passiert, ne? So. So, Aufzeichnung speichern, wollen wir nicht vergessen. Speichern. Und das Blöde ist, eigentlich müsste ich diese Aufnahme jetzt auch GT nennen, ne? Genauso wie die letzte. FGT. F für Ford. So. Fährt der alte Lord fort, fährt er nur im Ford fort. Verlassen. Von allen guten Geistern bin ich. Und von der Aufnahmezeit her sind wir noch unter einer halben Stunde. Dann würde ich sagen... Ja, was sage ich denn? Ach komm, warte mal, wir müssen ja eh noch ins Forza Vista. Dann gucken wir uns noch das Forza Vista an. Was? Nein, was drücke ich denn da? Verdammt. Dann gucken wir jetzt noch ins Forza Vista und, in der nächsten Folge gucken wir uns noch ein paar andere Fahrzeuge an. Paar haben wir noch auf der Liste, ne? So ist ja nicht. Paar haben wir noch auf der Liste. So, genau, X wollte ich drücken. So, da sind wir. Und dann gucken wir uns den Hobel mal an. Hier ist die Tür. Stylisch. Ja klar, großer Käfig drin, Rennsitz, Lenkrad, wenig Dings hier, wenig Verzierung da drin, muss ja alles leicht sein. Was drin ist, ist aus Carbon gefertigt. Sag mal, hier hinter den Lampen, diese Kanten hier, die sind beim Original aber nicht so spitz, ne? Das ist die Rennversion, die sieht ja schon so ein bisschen anders aus. Und der Diffusor, der ist natürlich auch zum Glück gar nicht übertrieben. Aber gut, macht natürlich Sinn, ne? So wird die Fläche hier unten drunter, die für diesen Ansaugdruck, muss ich ja in diesem Fall sagen, sorgt. Die wird natürlich noch ein bisschen verlängert und hier hinten wird das alles dann, kann die Luft sich dann kontrolliert so ein bisschen ausbreiten. So. Schwierig, gerade einen Satz zu Ende zu bringen. Was ist denn los? Meine Güte. Unter die Haube gucken können wir, glaube ich, nicht, ne? Nee. Aber Licht können wir... Nee, das wollte ich nicht. Entschuldigung, hier kriegen wir auch nichts gesagt. Aber hier Licht können wir anmachen. Sehr gelb. Und sehr LED-ig. Ah, warte mal. Guck mal hier. Huch, was ist denn das? Jetzt haben wir hier eine kleine Serviceklappe entfernt, oder was? Habe ich so jetzt nicht mitgerechnet, aber gut, okay. Dann würde ich sagen, bau die mal wieder drauf. Aber hier hinten kriegen wir es nicht, ne? Doch, guck mal da. Suchet, so werdet ihr finden. Ach Mensch. Und da können wir uns sogar so ein bisschen drüber lehnen. Da vorne ist das Aggregat. Heckmittelmotor, klar. Ford Performance. Und da unten ist das Getriebe, wollte ich sagen. Aber ihr seht links und rechts die Antriebswellen. Wo wir da drauf gucken, jetzt in der Mitte des Bildes, direkt hier hinter dem X. Also direkt hier hinter dieser Verstrebung. Das wird das Differential sein, denke ich mal. Und das Getriebe sitzt dann vielleicht da drunter. Irgendwie nach hinten raus oder so. Könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall alles
relativ kompakt gebaut und so gebaut, dass möglichst viel Gewicht vor der Hinterachse ist, damit die Karre einigermaßen stabil fährt. So, was gibt's denn zu diesem Auto zu sagen, hä? Maisie, erzähl doch mal. Henry Ford hat nicht nur die Automobilindustrie, sondern ganz Amerika nachhaltig geprägt. Er arbeitete um 1890 als Ingenieur für Thomas Edison und bewunderte Edison für sein Genie und seinen Geschäftssinn. Diese Eigenschaft inspirierte Ford dazu, sich im neuen Industriezweig der Automobilherstellung zu versuchen. Als Ford sein Unternehmen gründete, führte er auch die Fließbandproduktion von Autos ein. Ein dramatischer Umbruch, der Autos auch für Normalverbraucher erschwinglich machte. Die Marke Ford war auch in den Folgejahren eine treibende Kraft und ein Trendsetter, wie 1964 mit dem beispiellosen Siegeszug des Mustangs, der das Zeitalter der kraftvollen Ponycars einläutete. Auch Fords internationale Vertriebswege waren innovativ. So wurden in Europa andere Modelle verkauft als in Nordamerika, was Ford dazu verhalf, einer der größten Automobilhersteller der Welt zu werden. Kann sein, dass wir das schon mal gehört haben. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass ich irgendwo anders schon mal gehört habe oder irgendwann außerhalb der Aufnahme oder so. Auf jeden Fall haben wir es jetzt hier auch nochmal gehört. Warte mal, wir gehen nochmal rein. Die Minute haben wir noch. Dann mache ich mal kurz die Tür auf. Einmal hier Nein mit uns. Und dann gucken wir mal, wo ist denn der Startknopf? Dort. Wir haben die Kiste ja schon gehört, aber hier drin klingt die immer noch mal so ein bisschen anders. Auch nicht viel anders, oder? Aber hat was. Also dann einmal hier auf den Stoppknopf und wieder raus. Hallo? Hallo? Drück ich halt wieder B, meine Güte. So, haben wir das. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Falls ja, könnt ihr ein Däumchen da lassen. Und vielleicht auch ein Abo, falls noch nicht passiert ist. Falls du neu auf dem Kanal bist, gerne abonnieren. Solche Videos hier tauchen schon von Zeit zu Zeit ab und an mal auf. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Kerge.